Augmented Reality bietet mittlerweile unfassbar viele Möglichkeiten und in diesem Video werde ich dir auf jeden Fall einige Möglichkeiten davon vorstellen. Außerdem besprechen wir allgemein das ganze Thema Augmented Reality und auch die Zukunft von Augmented Reality. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um auf jeden Fall jede Information mitzunehmen. Jetzt würde ich aber sagen, let's go ins Video. Kommen wir zum Inhalt des Videos. Was werde ich dir jetzt hier alles mitgeben in diesem Video? Wir gehen als allererstes natürlich erstmal darauf ein, was ist Augmented Reality überhaupt, um erstmal hier auf jeden Fall eine Basis zu schaffen. Als zweites habe ich dann auf jeden Fall dabei, was für Anwendungen sind möglich, denn das sind mittlerweile eine wirkliche Menge an Möglichkeiten. Als dritten Punkt habe ich dann dabei, warum ist das die Zukunft, beziehungsweise warum wird es diese Zukunft sein mit Augmented Reality und wie nah ist denn die Zukunft überhaupt? Und als letztes haben wir dann noch Massenadaption, ist die denn überhaupt möglich? Das auf jeden Fall alles jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, ganz klassisch beginnen wir natürlich erstmal mit der Definition von Augmented Reality. Und das Ganze ist nichts anderes als eine erweiterte Realität. Und unter erweiterter Realität versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Das heißt, es wird möglich, Dinge, die man eigentlich physisch so gar nicht sehen kann, digital aber sichtbar zu machen. Sei es zum Beispiel ein Gemälde, was man als NFT digital besitzt. Das kann man dann zum Beispiel über Augmented Reality wiedergeben und sich zum Beispiel hier hinten bei mir zum Beispiel an die Wand werfen. Wenn du an dieser Stelle immer noch Probleme hast mit der Definition von Augmented Reality, dann wird es dir, glaube ich, mit den nächsten Punkten sehr viel deutlicher werden, was das Ganze ist und wie man das auf jeden Fall anwenden kann. Und im nächsten Punkt besprechen wir jetzt hier auch die Anwendungsmöglichkeiten von Augmented Reality. Und für jeden, der auf jeden Fall schon jetzt so merkt, ja, Augmented Reality, das sagt mir irgendwie was, es ist tatsächlich auch schon ziemlich präsent in unserem Alltag. Denn zum Beispiel bei Fielmann könnt ihr auch mit Augmented Reality schon eure Brillen digital aussuchen auf deren Online-Plattform. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr in den Store gehen und euch dort überlegen, was für eine Brille ihr euch dann holen wollt, sondern ihr könnt das ganz komfortabel von der Couch aus machen und das ist nur eine Anwendung von Augmented Reality. Es gibt mittlerweile auch viele andere Anwendungen, wie zum Beispiel auf Events, um zum Beispiel Produkte digital zeigen zu können. Ein weiteres gutes Beispiel sind zum Beispiel Möbel. Mit Möbeln ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Man muss genau abschätzen, wie groß sind die, passen die jetzt hier rein, wie sieht das auch aus. Und dort ist zum Beispiel Augmented Reality im Alltag eine riesige Hilfe. Denn mit Hilfe von Augmented Reality kannst du das Ganze einfach schon mal vorplatzieren und dir anschauen, passt das Ganze überhaupt platzmäßig und sieht das Ganze überhaupt auch gut aus in dem ganzen Setting mit den anderen Möbeln. Und das ist meiner Meinung nach schon eine Anwendung, die auf jeden Fall Zukunft hat. Und das sind jetzt nur zwei, drei Beispiele, die ich euch hier genannt habe, von so vielen mehr. Ein weiteres Beispiel ist hier auch wieder mit Augmented Reality für zum Beispiel Medizinstudenten, die hier ganz einfach an einem Körper in Augmented Reality sich das Ganze bzw. den ganzen Körper deutlich besser darstellen lassen können und da gleichzeitig auch noch Erklärungen mit dabei haben. Also meiner Meinung nach an dieser Stelle sehr viel schöner und anschaulicher und man kann das Ganze überall auf der Welt machen. Man braucht kein physisches Skelett mehr, sondern man kann das Ganze einfach digital machen. Einem wird sogar dann an dieser Stelle sogar noch einiges erklärt. Also hier auf jeden Fall auch eine Grundlage bzw. eine Hilfe für jeden Schüler da draußen in der Zukunft, sei es jetzt nur fürs Studium oder auch zum Beispiel für den normalen Matheunterricht oder für den Biologieunterricht. Mit einer der Wörter, die 2022 geprägt haben, ist definitiv das Metaverse. Und Metaversen werden in Zukunft deutlich interessanter werden. Die Frage ist immer, was für eine Definition hat man unter Metaverse? Ich denke, das ist relativ unterschiedlich und ich bin der Meinung und auch der Auffassung, dass wir in unserer eigenen Welt unser Metaverse erschaffen werden, nämlich mit Augmented Reality. Und das wird super spannend. Niantic ist gerade dabei, die virtuelle Welt in die reale Welt zu holen mit Augmented Reality und das ist super, super spannend, wenn man sich das Ganze jetzt hier einfach mal im Hintergrund gerade anschaut. Das meiste, was ihr hier gerade seht, ist tatsächlich virtuell. Hier zum Beispiel diese ganzen Bäume hier, das ist virtuell gemacht, das heißt, das existiert so gar nicht, aber es stört an dieser Stelle tatsächlich auch gar nicht, sondern es ist halt einfach mit in der normalen Welt mit drinne. Wenn man die Brille absetzt, ist das Ganze auch wieder weg. Das heißt, man kann dem Ganzen auf jeden Fall relativ schnell entfliehen. Worum es hier aber tatsächlich grundsätzlich geht, dass das tatsächlich auch andere Leute sehen können. Das heißt, wenn ich eine Augmented Reality Brille aufhabe und mein Partner neben mir, dann können wir beide ein und dasselbe sehen, auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Und Niantic bietet hier mit Lightship VPS auf jeden Fall eine wunderbare Grundlage,
um Augmented Reality mehr in die virtuelle Welt zu holen. Das Ganze, was ihr hier gerade seht, das ist gerade alles Augmented Reality beziehungsweise die virtuelle Welt plus Augmented Reality. Und ich muss sagen, ich finde das super faszinierend. Das Ganze sind jetzt natürlich Beispiele, wo man sagen kann, ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass man das Metaverse an dieser Stelle tatsächlich wahrscheinlich eher in die reale Welt holen wird und nicht uns als reale Menschen in das Virtuelle holen wird. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu und ich glaube, das hat auch mehr Potenzial, als alle Leute ins komplett Virtuelle, das heißt in die VR-Zone bzw. in die VR-Metaversen zu bringen. Und Niantic hat hier mit Lightship ARDK auf jeden Fall etwas super Spannendes kreiert und das Ganze besteht nämlich aus drei Bestandteilen: Mapping, Sharing und Understanding. Mapping beinhaltet Tiefeneinschätzung wie auch Echtzeit-Mashing. Sharing beinhaltet Real-Time Augmented Reality Multiplayer, das heißt, mehrere Leute können dasselbe sehen. Networking und AR Backend Services und vieles, vieles und mehr auf jeden Fall. Und Understanding hat den Vorteil, dass Lightship lernt, den Unterschied zwischen zum Beispiel Luft, Wasser, Feuer, Erde oder auch vielen anderen Gegenständen, dass einfach das Programm lernt, was ist was und was kann zum Beispiel wie interagieren. Und das ist super interessant. Und damit hat es sehr viele Möglichkeiten, die virtuelle Welt in die reale Welt mit zu integrieren. Denn hier können dadurch auch physikalische Gesetze mit einbezogen werden, wie zum Beispiel, dass natürlich an einem Baum der Ball abprallt und nicht wie bei Wasser einfach hindurchgehen kann oder beziehungsweise dann absinkt. Das sind meiner Meinung nach ziemlich viele wichtige Voraussetzungen. Der ein oder andere wird sich jetzt natürlich fragen und das auch zu Recht, wie weit sind wir denn jetzt überhaupt noch entfernt von Augmented Reality in der virtuellen Welt beziehungsweise mit solchen Dingen, wie wir sie jetzt eben erlebt haben. Davon sind wir nämlich nicht allzu weit entfernt, meiner Meinung nach. Apple wird nämlich wahrscheinlich in 2023 seine Apple Glasses vorstellen. Ob das jetzt VR Mixed Reality ist oder auch nur Augmented Reality, das werden wir dann sehen. Aber wie auch immer, es wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise etwas dabei sein, was uns auf jeden Fall hier in unserem Alltag auch maßgeblich beeinflussen wird. Denn Apple ist nun mal mit einer der größten Unternehmen und hat dementsprechend auch eine enorme Kundenschaft, die auf jeden Fall auch an dieser Stelle wahrscheinlich diese Produkte, wenn sie wirklich auch sinnvoll und praktisch sind, nutzen werden. Und wie schon eben erklärt, es gibt extrem viele Anwendungsmöglichkeiten vom Kochen bis hin zur Wohnungsgestaltung und dementsprechend ist meiner Meinung nach eine Augmented Reality Brille auch hoffentlich mit dabei, denn das würde auf jeden Fall Apple an dieser Stelle sehr gut tun. Und wenn man zum Beispiel mal ein bisschen durchs Web scrollt und man auch zum Beispiel auf Reddit unterwegs ist, dann findet man hier auch sehr, sehr viele interessante Dinge, wie zum Beispiel hier von der MetaQuest 2 neue Dinge oder auch viele andere Ansätze von VR, zum Beispiel hier von Lenovo Glasses T1. Und meiner Meinung nach ist das tatsächlich schon angekommen. Viele Leute haben es einfach noch nicht realisiert und auch durch die Mainstream-Medien wird das tatsächlich gerade nicht ansatzweise gepusht. Dementsprechend läuft das Ganze noch gerade unter dem Radar, aber wie man hier sieht, es gibt solche Brillen schon und das ist meiner Meinung nach super unterschätzt, wenn man einfach mal bedenkt, es gibt eigentlich schon Augmented Reality auf dem Markt, wie zum Beispiel von Lenovo und diese werden einfach bis heute nicht in irgendeiner Weise gepusht bzw. bekommen keine Aufmerksamkeit. Die Massenadaption ist natürlich an dieser Stelle auch ein schwieriges Thema. Werden wir die Massenadaption überhaupt mit Augmented Reality sehen? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, das werden wir. Es braucht nur einfach Zeit und Geduld und jeder, der an Augmented Reality glaubt, der wird, denke ich, auch an dieser Stelle belohnt werden, wenn er in irgendeiner Weise auch investiert ist. Denn AR bietet meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten, dass man das eigentlich gar nicht ignorieren kann. Und ich persönlich würde tatsächlich auch selber eine AR-Brille tragen, wenn sie natürlich auch komfortabel ist und auch gut aussieht. Das ist natürlich auch eine andere Sache. Aber ich glaube tatsächlich, dass Apple hier auf jeden Fall einen sehr guten Ansatz bringen wird, auch für weitere Modelle und hier auf jeden Fall auch den Markt, was Augmented Reality angeht, definitiv übernehmen wird. Jetzt ist aber natürlich nicht nur meine Meinung gefragt, sondern auch deine. Deswegen schreib mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, was hältst du von Augmented Reality und siehst du da drin die Zukunft? Wenn ja, dann schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn nein, schreib mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare und lass uns diskutieren, warum du von Augmented Reality noch nicht überzeugt bist, beziehungsweise wo du auf jeden Fall noch Probleme siehst. Und ansonsten war es das jetzt auch schon an dieser Stelle schon mit meinem ganz kurzen Video zu Augmented Reality, beziehungsweise mit dem Schwerpunkt hier auf Niantic, beziehungsweise Lightshape VPS. Und wenn dir das ganze Video an dieser Stelle gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir dann daraus noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.